Hallo und herzlich willkommen hier beim Heldenkram. Mein Name ist der Chris und ich zeige euch eine neue Star Collecting Box aus dem Hause Age of Sigmar, nämlich die von den Indonos Deep Kings. Wir haben jetzt hier drei, ich denke mal, Fast Attacks. Ich weiß gar nicht, ob das bei AOS auch Fast Attack hast. Auf jeden Fall haben wir drei Reiter dabei. Wir haben auf jeden Fall einen 10er Trupp Kalavarie, ach Kalavarie sage ich schon, Infanterie und eine HQ. Und ich muss sagen, das Farbschema gefällt mir sehr. Ich habe jetzt hier schon mal vorbereitet, habe sie schon mal ausgepackt. Und was haben wir hier drin? Also wir haben jetzt hier, naja, 10x die 32er Base. Eine moderne Bauanleitung. Sprich, wirklich so wie man es halt inzwischen gewohnt ist mit farblichen ja, Auszügen und schön detailliert. Wir haben ja einmal den Gussrahmen für die Reiter. Ich muss ja sagen, die sehen ja irgendwie schon so ein bisschen aus wie so, ja, wie so Zitterale, ne? Für dich jetzt. Aber das ist auch jetzt mein Empfinden. So, wir haben jetzt hier nochmal die HQ dabei und wir haben noch einen dritten Gussrahmen von der Infanterie. Und ja, das war's. Also wir haben eigentlich quasi nur drei Gussrahmen. Gut, sind halt drei Einheiten, ne? Aber mehr haben wir hier nicht drin. Klar, wir haben noch die passenden, ja, Cavalry Bases halt mit den passenden Flugstangen, ne, dass sie quasi als erste fliegende Einheiten sind und die 40er Base für die HQ und ja, das war's. Ne? Also wer jetzt gesagt hat, man kriegt eine ganz volle Box, ist jetzt hier getäuscht, aber wir haben hier halt recht teure Modelle dabei und deswegen ist die Preis-Leistung ja natürlich noch ein super Angebot. Und ja, das war die Box der Indosnef Deep Kings. Viel Spaß damit. Ciao!